Durch Schweißen entstehen nachweislich die meisten Brände. Wir wollen ihm mal zusehen, wie er das macht. Richtig. Nach dem Schweißen ablöschen. Aber richtig und ganz und gar ablöschen und nicht nur ein bisschen an der Oberfläche nass machen. Da haben wir es. Ein Brand entsteht. Warum? Weil die Schweißstelle nicht vollständig abgelöscht war. Und wenn niemand rechtzeitig dieses kleine Feuer entdeckt, wird fast immer in kürzester Zeit ein Großbrand daraus. Ein Großbrand, der nun den Einsatz der Feuerwehr erfordert. Kleine Ursachen, große Wirkung. Das Feuer ist zu löschen, aber der Brandschaden bleibt.